Der Friede Gottes sei mit euch. Wir feiern miteinander Gottesdienst am 25. April hier in der schönen Kirche in Berneburg. Kommen Sie doch einfach mit mir hinein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich erzähle eine Geschichte aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Es ist früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf. Sie schiebt sich über die Hügel in der Nähe des Dorfes Zapat. Einige Frauen sind auf dem Weg zum Brunnen am Rande des Dorfes. Hier trifft man sich und tauscht die Neuigkeiten des vergangenen Tages aus. Gut, dass unser Brunnen tief gründet, sagt eine Frau. Wie dankbar können wir sein, jetzt in den Wochen ohne Regen. Ach, das sagst du doch jeden Morgen, antwortet die Nächste. Hoffentlich fängt es endlich wieder an zu regnen. Wir müssen schon sehen, wie wir unsere Tiere durchbekommen. Wo ist eigentlich unsere Nachbarin? Ach, hast du das noch nicht gehört? Was gestern passiert ist, die kommt heute Morgen nicht. Sie war gestern im Laufe des Tages am Brunnen, in der Mittagshitze, wo kein Mensch sonst hingeht. Sie hat Besuch bekommen. Besuch? Ja, unerwarteten. Ein Prophet Gottes ist gekommen. Elia heißt er. Und was will der hier in der Provinz? Ach, ich weiß schon, wahrscheinlich will er sich verstecken. Der König Ahab ist ihm doch auf der Spur und lässt ihn verfolgen. Er war es doch, der angekündigt hat, dass es nicht mehr regnen wird. Ahab ist mächtig sauer. Ja, hier, da wird er den Elia sicher nicht suchen. Ja, man munkelt ja, er habe sich vorher am Bach Krit versteckt. Und dieser Bach ist auch ausgetrocknet. Aber unser Brunnen gründet tief. Ja, der Brunnen schon. Aber wovon will Elia denn leben? Wenn er hier bei unserer Nachbarin wohnt, die hat doch selber nichts. Ich weiß auch nicht so recht, aber meine Tochter, die war gestern Mittag draußen und hat gehört, dass der Prophet gesagt hat, solange es noch nicht regnet, wirst du trotzdem immer genug Öl in deinem Krug haben und genug Mehl in deinem Topf, solange du mich aufnimmst und ich bei dir wohnen kann. Ach was, dann wohnt der Prophet vielleicht für längere Zeit hier im Dorf? Na, warten wir mal ab, was das noch geben wird. So, mein Krug ist voll. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Shalom. Mit diesen Worten gehen die Frauen auseinander. Wochen vergehen. Immer noch kein Regen im ganzen Land. Eines Morgens treffen sie sich wieder. Shalom! Was haben wir denn davon, dass dieser Prophet bei uns wohnt? Tage und Wochen lang immer noch kein Regen. Ach, ich habe schon etwas davon. Ach, da bist du ja. Meistens holst du ja jetzt zu den unmöglichsten Tageszeiten dein Wasser. Ja, ich war schon völlig am Ende und dachte, mein Sohn und ich, wir müssten verhungern. Er ist ja noch viel zu klein zum Arbeiten. Aber wir sind versorgt. Es ist immer genug Öl da und immer genug Mehl, um Brot für uns zu backen. Ja, und wann hört es endlich auf mit dieser Trockenheit?
Das hat der Prophet nicht gesagt. Aber ich glaube, er weiß es auch selbst nicht. Wie, er weiß es nicht? Er hat doch gesagt, dass es aufhören soll zu regnen. Ja, aber er ist doch nur ein Bote. Woher soll er wissen, wann Gott beschließt, dass es wieder anfangen darf? Aber schau, unser Brunnen, der gründet so tief, dass immer Wasser da ist und wir sind gut versorgt. Wir kommen da durch, glaub mir. Na, das will ich hoffen. Shalom, alles Gute. Wochen, Monate vergehen, insgesamt ungefähr 2 Jahre. Und immer noch kein Regen. Eines Morgens treffen sich die Frauen wieder am Brunnen. Shalom, habt ihr das gesehen? Da oben eine kleine Wolke. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt könnte es endlich regnen. Ja, eine kleine Wolke. Du bist lustig. Die viel wichtigere Nachricht hast du wahrscheinlich schon wieder verschlafen. Ganz früh am Morgen, da hat er sich auf den Weg gemacht, Elia, der Prophet. Er möchte zu Ahab, dem König, und ihm ankündigen, jetzt ist es soweit. Gott hat zugesagt, dass es wieder Regen geben wird. Das ist gut. Gott sei Dank. Dann kann ja alles wieder endlich so werden wie früher. Ich weiß nicht, ob alles so wird wie früher. Manches hat sich ja in der letzten Zeit für uns sehr verändert. Aber eins ist vielleicht wirklich passiert in der Zwischenzeit, was wir mitnehmen in die neue Zeit. Dass unser Vertrauen ins Leben auch so tief gründet wie unser Brunnen. Lasst uns beten. Gott, du bist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir danken dir, dass wir aus deiner ewigen Quelle schöpfen dürfen. Du erfrischst uns, du tröstest uns und stärkst uns. Wir danken dir für deine Nähe durch Menschen, die uns versorgen, durch Menschen, die uns zuhören und die für uns da sind. Wir bitten dich, stärke und begleite diejenigen, die dich in diesen Tagen besonders brauchen. Hilf den Menschen, die sich beruflich oder in der Familie neu orientieren müssen. Sei bei denen, die krank sind. Segne diejenigen, die im Sterben liegen. Sei allen Menschen nahe, die für sie da sind. Hilf uns, einander zu begegnen und füreinander da zu sein, so wie es geht in diesen Tagen. Hilf uns durchzukommen, geduldig zu bleiben, Schönes zu entdecken, manchmal auch unerwartet. Du bist die Quelle des Lebens. Dein Sohn Jesus Christus steht uns zur Seite. Mit seinen Worten beten wir gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.